man ja von Schoki redet, und Schoki ist ja wirklich, ich meine, wenn man in die Schweiz redet, im Ausland, dann sagt man immer Schoki, Uhren, vielleicht Banken, also die Vergangenheit. Und dann, nachher, wenn man aber ein bisschen tiefer, wenn man ins Detail hineingeht und auch Leute fragt, die wirklich, sagen wir, Leidenschaft haben für Schoki, wenn man sich fragt, was ist denn die beste Schoki? Dann werden vielmals Franzosen erwähnt, oder Belgier erwähnt, da werden Chocolatiers von Japan über Spanien, über Amerika erwähnt. Aber nicht unbedingt so Schweizer Chocolatiers. Und da habe ich mir mal gesagt, und das ist viele Jahre zurück, habe ich gesagt, ja gut, es wäre ja mal eine Zeit, dass man wirklich einen Chocolatier, einen Schweizer Chocolatier macht, der die beste Schweizer Schoki macht. Und das vielleicht auch mit der Zeit mal kann exportieren. Und das ist immer so in meinem Kopf geblieben. Und da hat sich eigentlich mal ergeben, dass am Schweizer Hof geht, dass man dort einen Laden frei wurde. Und da habe ich gedacht, jetzt machen wir neben den Uhrengeschäften, die wir haben, machen wir noch etwas anderes. Und haben mit dem Projekt Max Chocolat angefangen. Ja. Und einer meiner Söhne heisst Max und er, ist, also er hat Down-Syndrom und von dort her, aber er liebt Schoki. Er liebt Süßigkeit, er liebt gut essen etc. Und Kino auch, und dann ist dann auch irgendwie der Film von Johnny Depp, Willy Wonka and the Chocolate Factory und alles. Und er hat gesagt, so in seiner Ehre dürfen wir dann auch mal irgendwie Max Schokolade nennen. Zwei Marmelade, sie wollen so gut sein. Wenn die Sechsten nicht mit Bänden oder so, die werden vergessen. Es ist enorm viel Arbeit dahinter. Also ich bin ja selber auch überrascht gewesen, als ich, sie können Schoki machen, sie können sie industriell machen, mit vielen Maschinen, mit vielen Laufbändern etc. Das ist nicht unser Ziel. Also wir wollen wirklich ein Produkt, das von Hand gemacht ist. Wenn man anschaut, wie so ein Trüff zustande kommt, vom Schritt A bis Schritt Z, das braucht sehr viel Zeit. Sehr viel Handarbeit. Wie gesagt, ich meine, Uhrengeschäfte hat es in Luzern und es hat viele Touristen in Luzern. Man muss natürlich auch in dem Touristen, der von Luzern kommt. Und Luzern hat das grosse Glück, dass das eine Stadt ist, die weltweit bekannt ist für eine relativ kleine Stadt und die sich einen Namen gemacht hat. Und wir haben Berge und wir haben den See, der uns gegeben worden ist. Und das ist absolut toll. Wenn der Tourist von Luzern kommt, dann will er natürlich vielleicht eine Uhr kaufen, ja. Aber er will vielleicht nicht nur eine Uhr kaufen. Er will vielleicht auch noch ein anderes spezielles Schweizer Produkt können kaufen. Und dort sind wir vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt verwöhnt gewesen in der Vergangenheit. Und das habe ich gedacht, das fehlt sicher auch noch in Luzern. Und wir sehen es auch, dass Touristen sind von der ganzen Welt und die schätzen das Geschäft dort am Schweizer Hof.